Das Murtertal im Kanton Schwyz. Es ist nur schwer vorstellbar, dass sich unter diesen bewaldeten Hügeln eines der längsten Höhlensysteme der Welt befindet. Das Höllloch. Das Höhlenlabyrinth des Höllochs erstreckt sich unter dem Gebiet des Böttmeren Waldes. Es wurde 1875 entdeckt und wird seit über 100 Jahren erforscht. Heute sind im Höllloch bereits über 200 Kilometer Höhlengänge vermessen. Dies entspricht fast viermal der Länge des neuen Gotthard-Eisenbahntunnels, der die Deutschschweiz mit dem Tessin verbindet. Doch wie ist es möglich, in der absoluten Dunkelheit der Höhle so lange Gänge zu vermessen und zu dokumentieren? Ja, das ist gut. Heutzutage wird mit einem für die Höhlenforschung entwickelten Distometer vermessen. In jedem Gang werden in Sichtweite Messpunkte angelegt. Zwischen den Messpunkten wird mit dem Distometer die Länge, die Kompassrichtung und der Neigungswinkel gemessen. So wird festgelegt, in welche Richtung sich der Gang fortsetzt. Um die Größe der Gänge zu dokumentieren, werden bei allen Messpunkten zusätzlich Breite und Höhe des Ganges gemessen. Aufgrund der gemessenen Daten, welche Vektoren der Gänge ergeben, lässt sich ein dreidimensionales Gangsystem konstruieren. Alle Messdaten werden kabellos auf einen Handcomputer übertragen und gespeichert und später in einer zentralen Datenbank verwaltet. Mithilfe von weiteren Computerprogrammen wird aufgrund der gemessenen Gangvektoren der Höhlenplan gezeichnet. Schon heute kann das System dreidimensional am Bildschirm präsentiert werden. In Zukunft werden sicher auch andere Möglichkeiten entwickelt, um die gigantischen Dimensionen noch anschaulicher zu zeigen.